So, und damit nochmal willkommen und zurück zu Resident Evil. Relativ schnell. Ich habe jetzt nochmal ein paar Räume abgesucht und mir ist aufgefallen, dass wir noch dieses Musikzimmer hatten mit dem Klavier und dass wir noch ein Notenblatt hatten. Ich hoffe, dass das hier in irgendeinem Zusammenhang steht. Das wäre ganz nice, wäre ganz wunderbar. Ich muss noch einmal zurück zur Speicherkiste mir das Notenblatt abholen. Und dann versuchen wir mal, das Notenblatt mit dem Klavier zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, genau, ist kein Ding. Gleich zwei Stück. Toll, jetzt sind das schon gleich zwei. Na, großartig. So, wie gesagt, ich hole mir jetzt mal das Notenblatt hier raus. Und dann versuchen wir das mal mit dem Flügel zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das Musikblatt hatten wir auch von der Stelle. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir nur ein Blatt da drin. Und ich glaube, dass wir mittlerweile mehrere haben. Und deshalb versuche ich das Ganze jetzt noch mit dem Notenblatt. Ich hoffe, dass uns das irgendwie weiterhilft. Ansonsten weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Das ist wirklich jetzt eigentlich meine allerletzte Chance. Ich habe gar keine andere Wahl, als einen davon abzuknallen. Ich benutze den Granatwerfer dafür. Bitte wünscht mir Glück, dass das funktioniert. Fuck! Oh. Ach, Quatsch. Mein einer kleiner süßer Schuss hier. So, der Musikraum, der war, glaube ich, auf der Seite. Ich glaube hier, wenn mich jetzt nicht enttäuscht. Und ich hoffe, dass das klappt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß sonst wirklich nicht mehr weiter. Kann ich das hier so verwenden? Boah, krass. Wie schön. Hammer, wie schön sich das an. Boah, die kann das aber gut. Was wäre jetzt passiert, hätte sie das nicht hingekriegt? Ein Goldsymbol. Oh! Nein! Travers Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es einen Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica. Lisa. Oder Liza. Ich bete für eure Sicherheit. Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Ich habe all mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur drei Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Liza wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre dort bei ihnen. Aber nein, ich entsinnte mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, »Wahrscheinlich sind seine Frau und seine Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit.« Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Das darf ich nicht vergessen. Das ist wirklich tatsächlich sehr schwierig, auf diesem Haus hier wieder rauszukommen. Muss ich auch sagen. Und es ist wirklich ein Raum oder eine Villa voller Fallen. Also hier möchte ich nicht gerne leben.
Ich muss natürlich jetzt das Holzpostpartout, das Holzteil nochmal wegholen, damit ich das als anstelle des goldenen Symbols einfügen kann, damit wir den Raum natürlich auch wieder verlassen können. Dann setzen wir das Goldene ein und ich hoffe, dass wir dann einen Schritt weiterkommen. Aber es sieht schon mal ganz neckisch aus. Aber die Klaviereinlage war ja echt super. Aber was hätte man jetzt gemacht? Hätte sie jetzt nicht Klavier gespielt? Also bei mir, ich kriege noch nicht mal alle meine Entchen auf dem Klavier hin. Aber gut. Ich hätte hier wahrscheinlich auch nicht eine Stunde überlebt, davon mal abgesehen. So, dann können wir das Ganze jetzt hoffentlich beenden. Dann kriege ich bestimmt einen neuen Schlüssel. Dann darf ich wieder jeden Raum abklappern, weil ich mich schon wieder vergessen habe, welchen Schlüssel ich für welchen Raum brauche. So, denn hier, dann nehmen wir das hässliche Holzstück. Wir nehmen das Goldene mit, das ist auch viel schöner. So. So. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann es einfach nur einsetzen und ich muss da nicht irgendeinen Tüdelkram noch machen. Und rein damit! Ach, jetzt öffnen sich vielleicht die Gardinen an der Seite? Nee. Okay. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ah, anscheinend können sie die Räder am Uhrwerk drehen. Ausprobieren. Ja. Welches Rad möchten sie drehen? So, mal gucken. Klein und groß. Ich muss erstmal gucken. Groß ist wahrscheinlich der äußere und klein ist der kleinere. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das eine... Ich muss... Ah! Nein, ich will jetzt nicht drehen. Ich will nochmal erstmal was nachschauen. Und zwar liegt die Lösung, glaube ich, hier. Das kurze steckt im Brust des Ritt, in der Brust. Also kurz, ich schreibe es mal kurz auf. Kurz, Brust und das lange im Kopf. Lang, Kopf. So, das ist natürlich die Lösung. So. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie sich die drehen. Welche Richtung? Ach so. So, das große Schwert steckt im Kopf. Wir müssen das einmal wieder... Der obere muss so bleiben tatsächlich. Den hätte ich gar nicht drehen müssen. Wir drehen den jetzt einmal nochmal rum. Noch einmal kurz rum. Und dann drehen wir... Nein. Oh. Ja, es hat was damit zu tun. Ich bin ja schon dabei... Diesmal drehen wir den großen. Gehen wir nach links. Oh. Ach Mensch. Ah! Komm mit der Steuerung gerade nicht so richtig zurecht. So, ich möchte aber das große Rad drehen. Und das bitte weiter nach links. Schlüssel. Ich glaub's ja wohl nicht. Wer hatte das denn gedacht? Was für ein Symbol ist da drauf? Was? Ach so, ein Schildsymbol. Es ist ein Schildschlüssel. Großartig. So. Ich probiere erstmal gleich in der Eingangshalle. Da ist ja auf jeden Fall eine Tür gewesen. Ob das auch mit einem Schild gewesen ist. Ich muss jetzt tatsächlich alle Türen nochmal durchprobieren. Und gucken, wo welche Symbole sind. Es gibt ja nachher noch einen Schlüssel. Ach, siehst du, ein Helmsymbol. Schau mal einer an. So, was haben wir denn noch für Schlüsselräume? Hier auf der Etage sonst soweit nix. Wir haben noch auf der anderen Seite. Ich glaube, da ist aber noch wieder ein ganz anderer Schlüssel, bin ich der Meinung.
glaube, wenn, dann würde uns das jetzt oben weiterhelfen. Ich glaube, wir probieren das Ganze mal oben. Vielleicht nicht unbedingt diese Tür wählen, weil da uns nämlich ein Crawler entgegenkommt. Obwohl... Eigentlich kann ich das wagen, oder? Ich wage es jetzt. Ich gucke, aus welcher Seite da kommt und dann laufe ich in die gegengesetzte Richtung und hau schnell durch die Tür ab. Eigentlich nerven die nämlich nur noch. So, dann probieren wir das Ganze hier nochmal aus. Was ist hier drin? Achso, die ist von der anderen Seite verschlossen. Wie gesagt, ich muss jetzt leider nochmal alle Türen ausprobieren und gucken. Hier ist noch eine. Was ist das? Achso, die sind alle beide von einer Seite verschlossen. Und dann kann ich hier nochmal gucken. Da oben war nämlich auch noch eine Tür. Ich brauche nämlich nochmal eine, was war das jetzt nochmal? Was bräuchte ich nochmal? Noch irgendwie einen weiteren Schuss. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Schildsymbol. Da muss ich jetzt gucken, welche Türen ich damit jetzt noch öffnen kann. Hier vielleicht? Helm. Das ist ein Glück. Bis jetzt hatten wir nur den Helmschlüssel. So. Also hier ist keins. Kein Schloss, mit dem wir das öffnen können. Könnten links nochmal rüber, aber ich würde jetzt gerne erstmal alles machen, was ich hier rechts öffnen kann damit. Das ist jetzt derzeitig nicht allzu viel. Tja. Erstes OG bin ich jetzt. Komme ich... Da komme ich, glaube ich, zu der Treppe mit den Raben. Habe ich doch gewusst. Ich kriege jedes... Immer noch habe ich Angst, dass sie mich irgendwann eines Tages mal eingreifen werden. Ich könnte in der Theorie nochmal, da wo der Speicherraum ist, da waren glaube ich auch noch verschlossene Türen. Da werden bloß diese Viecher wieder auftauchen. Das war in dem Raum hier. Da müsste ich nämlich... War das einmal die Treppe rauf? Ich glaube schon, oder? Soll ich es wagen? Aber dann werde ich mir den zu Hilfe nehmen. Oh, ich habe schon Warnung. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich will das nicht nochmal machen. Ich glaube, sie sind weg. Ich behalte den Granatwerfer vorsorglich, weil ich habe wirklich Handfeuermunition, habe ich nur noch einen Schuss. Da glücklich was auf mich zugeberstet kommt. Da in dem Raum ist nix. Ist aber alles blau. Ich könnte nochmal eine Etage nach oben. Ich glaube, da habe ich nochmal vielleicht einen kleinen Erfolg. Der steht irgendwann auch noch auf. Ich weiß es jetzt schon. Aber speichern muss ich definitiv einmal. So, immerhin haben wir jetzt den Schlüssel gefunden, der uns weiterbringen soll. Und es wäre, glaube ich, ganz ratsam, nochmal vorsorglich nochmal ein Täschchen Geschosse mitzunehmen. Nein, ich glaube, ich nehme die Branddinger mit. Ah ne, Quatsch, nach oben. Nein.
Nochmal speichern. So, nice. Dann kann ich jetzt nochmal beruhigt durch die Gegend laufen. Oh nein. Da will ich doch gar nicht ran. So, die packen wir mal kurz zurück. Mit dem Rest laufe ich noch durch die Gegend. Ist eigentlich schade, dass ich nur so wenig Munition habe. Oh. Ich habe gerade auch so den Granatenwerfer, den Dings abgelegt, mein Gewehr. Das ist natürlich ein Fehler, den muss ich natürlich mitnehmen. Munition ist nämlich langsam mangelhaft. So, ich gucke jetzt nochmal, wenn ich nach oben laufe. Wechsle ich ja nochmal das Geschoss. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Räume. Oh nein! Oh. Falsche Seite. Ich müsste eigentlich nochmal Kehrtwende laufen. Egal, ich versuch's jetzt einfach. Hahaha, daneben. Hat er gerade seinen eigenen Kumpel da gekillt? Ah! Abmarsch! Ja! Entschuldigung! So. Aha, jetzt sind wir also auf der Seite. Ich gehe jetzt aber kurz zurück, da war nämlich noch eine andere Tür, die würde ich auch mal gerne nochmal fixi versuchen. So. Hallo. Helmsymbol. Mann. Das wird ja nochmal lustig, nachher wieder zurückzukommen. So, das heißt, wir haben hier auf dieser Etage entweder von der einen Seite verschlossene Türen oder Helmsymbole. Also komplett auf der Seite, wo ich mich jetzt befinde. Da müsste ich eigentlich zur anderen Seite rüber. Rüber. Das probieren wir jetzt nochmal. Sollte das wieder erfolglos verlaufen, würde ich sonst ganz einfach erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich brauche definitiv erstmal Pause. Ich meine, so viel erlebt haben wir jetzt Gott sei Dank nicht, dass ich jetzt eigentlich dringend eine bräuchte. Aber zwischendurch ist es doch mal ganz sinnvoll. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Nicht voneinander, der hätte verschlossen.